Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann, und heute kommentieren wir ein Ligaspiel für Sie. Das dürfte heute eine gute Partie werden, Wolf. Topspiel, 1 gegen 3, und da geht es vor allem für Letztere darum, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Ansgar von Hauenstein ist heute der Unparteiische in dieser Begegnung. Und das Spiel läuft. Maximilian Welzmüller. Da geht er gut dazwischen. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Sie haben den Ball. Gerrit Wegkamp. Thorsten Schulz. Sebastian Vassiliadis. Und jetzt die Chance. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Gerrit Wegkamp. Schuss! Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Jeroen Alhazameh. Michele Rizzi. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Marcel Bär. Thorsten Schulz, da wird er gestört. Da passt er auf und geht dazwischen. Maximilian Welzmüller. Matthias Moritz. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Gibt's jetzt die Torschance? Jetzt vielleicht. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Ist das die Chance? Jetzt schießt er. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Maximilian Welzmüller. Lennart Stoll. Tobias Waschewski. Matthias Moritz. Sebastian Vassiliadis. Und jetzt die Chance. So wird das Gerrit Wegkamp. Und das Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gut und fair das Tackling. Sebastian Bastin. Er ist frei, der Kampf, da kommt der Schuss. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Maximilian Welzmüller, Tobias Waschewski. Michele Rizzi. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte?
Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Hier im Wehkamp. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Eine Spatz. Und jetzt Doppelwechsel. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Tobias Waschewski mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Robert Müller. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Matthias Moris. Sebastian Vassiliadis gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Jetzt vielleicht. Und Tor! Klasse gemacht! Nichts zu halten! Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Super Schusstechnik. Genau da sollte der Ball hin. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Jetzt hat er den Ball wieder. Und jetzt die Chance. Klasse aufgepasst vom Tor. Fairer Einsatz hier. Sebastian Vassiliadis. Jetzt vielleicht. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Jetzt kommt der Wechsel. Danilo Wiebe. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Michele Rizzi. Und jetzt ein Zweikampf. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Da kann er sich den Ball holen. Sebastian Vassiliadis. Sebastian Mayer. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Schießt er ihn rein. Pfosten, aber es geht weiter. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er geht abseits. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Könnte er flanken. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Da gibt er zu Recht Freistoß. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Maximilian Welsmüller. Macht er ihn! Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Jeroen Alazameh.
Maximilian Welsmüller, Danilo Wiebe. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Kobylanski. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Verdienter Sieg, sie haben selbst nichts zugelassen und vorne die Dinger gemacht. Ja, richtig guter Job und zwar in allen Mannschaftsteilen. Sueños lo hacemos con lodo, no tenemos nada, pero lo